Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Wie sieht's denn aus? Lass mal eben schauen hier. 7 Uhr morgens. Wir fahren natürlich los. Was wir auch noch mal gucken müssen, ist dieses Shop Rating auch. Shop Manager. Mal gucken, ob jetzt was dazu kommt. Gemüse und Obst haben wir gekauft. Muss also eigentlich da sein. Ziel ist es jetzt, glaube ich. Ja, hier wird immer noch gebaut. Die. Doch, es wird mehr. Wir haben auch. Das ist gut. Baby ist richtig. Das ist eigentlich, ne? Ausgepackt hatten wir, glaube ich, alles soweit. Das haben wir hier noch. Cookies und zwar. Das ist blöd, dass es nicht übereinander geht. Jetzt Shampoo haben wir noch. Ja, Erfrischer war. Ah, ja. Noch drin zwei. Dann gehen wir beide raus. Hier mit hin, ich hoffe, das passt. Haben wir die auch schon mal? Getränke sind hier. Wasser müssen wir auf jeden Fall holen, ne? Und Wasser, wir müssen mal Cola trinken hier. Okay. Mal auch noch mal gucken, dass wir Baguettes bekommen. Übergehen, was da im Angebot ist. Vor allem, dass wenn er wirklich nur die Umrandung baut, diese Umfriedung, den Zaun, würde ich davon abraten, dass er das macht. Aber nein, okay. Den nehmen wir mit. Ja, mit Feuer können wir auch mitnehmen. Aber mit Feuer können wir nicht, weil wir keine Kühlung haben. Wo sind die denn hin? Nicht da, ne? Glaube ich, die haben nur die Baustelle hier hinterlassen. Naja, Baustelle ist es aber. Schön, so. Jetzt Armbrot. Das ist okay. Noch rausholen. Jetzt. Noch mal unten verteilen. Ja. Das auch. Was geht denn jetzt noch? Mehl, Schokolade und Fisch. Für die Sackkarre, ne? Da können wir das schön alles anpacken. Weg, aber die Cookies sind Reis ist oben das. Karierte Früchte, die haben wir auch irgendwo. So. Letzte. Wir haben hier ein paar Bitten. Noch ein bisschen.
Shampoo haben wir nicht, ne? Shampoo, oder? Ja, 5 Stück. Hey, lassen wir es mal schön so. Rating ist schon bei 38. Das ist schon mal gut. Noch Haushaltsartikel. Mal dahin fahren, bevor die Wertung wieder runtergeht. Haushaltsartikel. Reparatur muss auch bald. 5000 ist schon eine Hausnummer, ne? Alles gut. Nicht der. Top. Nicht. Da war noch hier immer noch. Top, ne? Ja. Ja. Da wo wir jetzt noch hinfahren, wir müssen noch einmal hier hinten unseren Tisch oder sowas holen. Einen Tisch könnte es auch im Dings geben. Den gebrauchten Möbeln. Und nicht die teuren Sachen holen, ne? Lass uns da mal hinschauen. Die machen hier irgendwas, machen die hier. Hier ist das, ne? Ein Tisch, ja, das Ding. Echter Verkauf. 120. Und hier den Tisch. Table, alles so cool, ne? Das Ding ist doch schon mal cool. Hier 120. Für das Aufbauen. Mal hier bauen. Mal Dosen reinpacken. Hier ein Vegetable Stand. Ach cool, der ist auch günstiger, ne? Hier, den machen wir mal. Hier reinpacken. Keiner so recht, ne? Den machen wir, 120 haben wir noch. Dann fahren wir mal zurück. Tisch unterm Arm. Ob das klappt. Ja, heute ist wahrscheinlich Ruhetag hier. Die Baustelle. So hin. Wir müssen ja noch zu den Dings kommen. Mal hier so hin.
Teapot. Das können wir so machen. Das auch noch, ne? Ein bisschen wie bei Thomas Phillips oder Aldi früher so. Ne? Du bist die Haushaltsartikel noch dabei. Mal gucken. Irgendwann werden die bestimmt verkauft und dann werden wir stinkereich. Was haben wir denn noch an Shop-Upgrades? Das hier auch Snack-Display. Und sie schon dann, denke ich. Wir müssen nur die 1150. Rüber zur Bank. Automat reicht auch aus, denn ah, das bei uns kein Automat steht, ne? .150 drauf müsste 1250 so. Noch was? Dann nehmen wir nämlich hier das Display mit. Nix. Guck mal, jetzt haben wir hier unten. Aber jetzt ist unser Dings weg. Regal. Wir haben mal so ein kleines Regal noch für hier holen irgendwie so. Da gab es auch dieses kleine. Stellen wir dann die Gamm drauf. Gamm und diese Süßigkeiten. Hier Wasser muss er holen. Dann holen wir mal das Regal, das kleine. Komm. Gleich nicht die hier machen, Absperrung. Ich will auch gleich mal gucken, was das Öl kostet. Haben wir ein Fünftel vom Auto circa. Wasser brauchen wir, haben wir gesagt. Wasser ist da, sehr gut. Wasser ist auch da, sehr gut. Nehmen auch beides mit zweimal. Gamm. War teuer. Lassen wir es erstmal. So, haben wir. Das ist besser, der Preisunterschied. Ja. Dann nehmen wir Wasser noch mal mit. Holen wir jetzt nur Wasser. Das trinken wir ja auch selber, ne? Noch ein bisschen mehr Wasser auf jeden Fall. Hinten ein Lager sonst.
Kugeln zu stapeln. Steht. Die erste Ladung. Mal. Egal. Aber Wasser ist doch wieder da. Verrückt. Wie der fährt. Oder ich. Select Display haben wir jetzt auch. Jetzt auch immer was bekommen für. Beine. Ich glaube, die wurden von Giants programmiert. Die heute. Da sind wir gucken. Motorbordel. Frei hin. Ist das noch, dass ich hinten Wasser habe? Und hier ist es. Wasser auch da stehen, ist schon gut. Display ist neu. Die Baustelle, ne? Glaube ich. Was machen? Dann hier die Shop. Ah, das war schon mal 60% Elektronik. Das haben wir auch jetzt schon, okay. Muss auch so einen Tisch holen am besten dann, ne? Die sind bestimmt teurer als mal so einen Tisch kriegen. Elektronik, also zwei von den Tischen würde ich sagen. Ne? Machen wir es noch drauf.
Und soll schon auch gleich was trinken. Und essen. Gucken wir mal nach, wo noch die Rating von 62. Okay. Ja, auch kein Geld mehr, ne? Ja, was denn? 15 Uhr. Vielleicht sollten wir auch ihn mal schulen. Ich habe echt nur 58. Alles investiert. Bald weg. Elektroniker. Ja, und nicht das Geld jetzt. Haben wir schon mal irgendwas verkauft hier? Okay. Hier irgendwann. Was da unten das ist. Kommt glaube ich nur einmal am Tag, ne? Wir gucken noch mal, ob wir noch nicht noch ein, zwei Schuhe bekommen. Machen können wir jetzt hier eh nichts. Außer Leute überfahren. Noch mal, was das Öl kostet. Auch 300-400 Euro Dollar kosten. Wunder, das geht. Fresh, okay, das heißt, das haben wir auch durch. Aber kein Geld mehr. Ich würde jetzt zurückfahren. Wegen ein paar Spur brauchen wir da nicht hinfahren. Und wir morgen hinfahren, dann haben wir auch wieder das Geld für die Displays, ne? Kann man nach. Mal früh schlafen kommen. Prost. Keiner mehr da. Vielleicht sieht es morgen auch wieder wie ein Laden hier aus. Man weiß es nicht. Normalerweise bedeuten ja auch Baustellen eher weniger Umsatz. Ne?
uns geht's eigentlich. Hält sich in Grenzen. Bald wieder tanken. Mal Öl hat mich jetzt überrascht, dass das so erschwinglich war. Bleibt auf. Ja, dann war es die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.